Pünktlich zum Auftakt der sogenannten Sonnenskiwochen trafen an diesem Wochenende die beiden Hauptakteure in Obertauern ein. Die Sonne und der Herbert. Ja, Grönemeyer. Herr Grönemeyer ist ein Klassiker und der einfach schöne Lieder macht und das ist das Schöne. Naja, wenn man die Lieder von Herbert hört, ist es ja weniger singen, sondern eher seine ganz prägnante Stimme. Konzert auf 1700 Meter, doch relativ hoch. Ich hoffe, die Luft wird nicht zu dünn, aber die Menschen sind hier unheimlich nett, unheimlich klasse, sind sehr nett empfangen worden. Es gibt hier viel Schnee, ist das was für Sie? Ja, ich darf leider nicht Skifahren von der Versicherung her. Wenn ich heute Ski gelaufen wäre und hätte mir was gebrochen oder irgendwas, dann hätte keiner für den Ausfall von dem Konzert wäre nicht aufgekommen. Ich wäre gern Ski gefahren. Grönemeyer reiste direkt aus den USA an. Dort macht er zurzeit Werbung für sein erstes englischsprachiges Album. Wir haben in Chicago gespielt, New York gespielt und es war irre schön, hat irre Spaß gemacht und es ist auch sehr gut angekommen und die Resonanzen sind gut und der Mensch läuft da schon im Radio. Also in den USA durchstarten wäre was oder ist es einfach nur Nein, es geht nicht zum Durchstarten. Also ich singe Deutsch, ich denke Deutsch. Man muss sich wieder auf eine neue Kultur einstellen, man muss an Leute überzeugen, die man gar nicht kennt, die einen selber auch nicht kennen. Tut uns gut nach 30 Jahren mal wieder ein bisschen das aufzufrischen.